Also ich glaube, mein persönlicher Antrieb ist einfach, dass ich mitbekommen habe, wir sind jetzt zwar nur normale Schüler, aber wir können halt wirklich was verändern. Und das ist eigentlich überall so im Leben. Also wenn man sich halt vielleicht richtig dann ausdrückt, die richtigen Leute findet. Ich bin Maria, ich bin 16 Jahre alt und gehe auf die CRT Christophorus-Schule Rostock und bin dort die Schülersprecherin. Das hat einfach bei mir in der 6. Klasse angefangen, dass ich dann aus Spaß eher gesagt habe, okay, ich gehe mal in den Schülerrat, mal gucken, was das so wird, ohne überhaupt irgendwas zu wissen, was man da so macht. Und dann da einfach so über die Jahre hineingewachsen bin und einfach auch mitbekommen habe, okay, wir können halt so viel verändern, wir haben so eine große Stimme hier. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Gremien an der Schule gibt, wo dann auch die Schüler mit rein dürfen und wo die Schüler auch einfach mal ihre Meinung geradeaus direkt aussprechen. Und Schüler halt so offen und so sozial sein können. Als Schülersprecherin hat man einfach die Aufgabe, alle anzusprechen, damit man natürlich dann alle Meinungen einfach zurückbekommt. Klar trauen sich einfach ältere Schüler mehr, das ist einfach so. Aber man hilft natürlich schon jüngeren Schülern und versucht sie natürlich dann mitzunehmen. Es ist sehr wichtig, mutig zu sein als jüngere Schüler. Vor allem aus der Komfortzone rauszugehen, das ist schwer. Als ich am Anfang in der 6. Klasse in den Schülerrat gekommen bin, saß ich halt da das erste Jahr in den normalen Sitzungen drin und habe halt kein Wort gesagt, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und mittlerweile ist das halt einfach nicht mehr so. Ja, wenn man dann gesehen hat, okay, das funktioniert eigentlich ganz gut, ich habe jetzt nichts Schlechtes in dem Moment erlebt, sondern sogar vielleicht was Positives, dann traut man sich natürlich auch einfach an anderen Momenten. Als Sechsklässlerin hätte ich nie gedacht, dass ich mal mit Lehrern an einem Tisch sitze. Und ja, mittlerweile finde ich das total großartig, dass man einfach die Möglichkeit hat, so viel mitzusprechen, egal welche Projekte sind. Klar habe ich auf jeden Fall sehr großen Respekt. Es sind immer noch meine Lehrer und es ist immer noch mein Schulleiter. Aber dennoch, wenn wir zusammen eine Diskussion führen, fühlt man sich halt schon gleichberechtigt. Und man weiß auch auf jeden Fall, dass man einfach was zu sagen hat, dass man das sagen kann und darf. Man merkt halt auch, dass auch von deren Seite, dass es gewollt ist, dass wir halt mithelfen, dass wir da sind, dass wir jetzt zum Beispiel das Afrika-Projekt planen, damit wir einfach sehr viel Feedback von den Lehrern und der ganzen Schulgemeinschaft bekommen. Wir haben normalerweise jedes Jahr einen Lauftag, wo Schüler für eine Note für den Sportunterricht laufen müssen. Und daraufhin haben wir uns dann einfach überlegt, okay, wir können daraus einfach einen Spendenlauf machen. Also bei Mensa versuchen wir, das Essen ein wenig zu verbessern oder die Wünsche der Schüler halt irgendwie mit zu integrieren und versuchen drüber zu reden, was läuft gerade gut, was läuft nicht gut. Manchmal gibt es halt dann doch vielleicht so große Portionen und vor allem jüngere Schüler schaffen das dann gar nicht und schmeißen dann das ganze Essen weg. Ich finde schon, dass man in der Schule fürs Leben lernt. Ich meine, man geht ja 12 bis 13 Jahre oder sogar vielleicht länger zur Schule. Und man wird natürlich in diesem Zeitraum einfach erwachsen. Natürlich gibt es immer gute und schlechte Momente, die man in der Schule erleben wird. Aber aus denen kann man auf jeden Fall lernen und dann halt seine Entschlüsse ziehen für spätere Leben. Mein Weltbild hat sich schon sehr verändert, einfach weil ich in der 6. Klasse mir eigentlich noch keine Gedanken über die Zukunft gemacht habe, über den Umweltschutz, über Tierschutz, über Armut, Kriege, dass es anderen Menschen vielleicht gerade nicht so gut geht wie mir in dem Moment. Ich glaube schon, dass man in unserem Alter was bewirken kann. Natürlich ist immer die Frage, wie groß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt durch meine Arbeit hier als Schülersprecherin die ganze Welt verändere. Aber es fängt ja einfach schon klein an, dass man mit seinen Freunden oder Mitschülern einfach über bestimmte Themen redet und vielleicht sie einfach aufmerksam macht. Ich glaube, die Generation hat Lust, Sachen zu verändern, weil sie vielleicht auch einfach sehen, okay, wir können was verändern. Es gibt ja auch manche Leute, die dann sagen, du kannst nicht allein nur den Welthunger beenden. Aber wenn halt alle Menschen so denken, dann würde ja keiner anfangen. Und wenn es dann halt eine Person gibt, die dann sagt, okay, ich denke, ich kann mit meinen kleinen Tätigkeiten vielleicht was Kleines verbessern,
ist es dann ja im Großen und Ganzen halt schon was sehr Großes.